Die USA sind in einer Schuldenkrise und jede Schuldenkrise führt zu einer politischen Krise. Und das sehen wir jetzt mit der Abwahl des Chefs, des Speakers der Republikaner im Abgeordnetenhaus McCarthy. Das wiederum erhöht die Unsicherheit. Diese Unsicherheit treibt die Renditen nach oben, treibt also die Kapitalmarktzinsen nach oben. Die Kapitalmarktzinsen steigen wiederum wegen der Schuldenkrise, weil die Amerikaner eine Orgie an Verschuldung letztendlich auf den Markt schmeißen, die jemand kaufen muss. Die Marktteilnehmer wollen das nicht. Die Auktionen von Anleihen laufen ja eigentlich weitgehend problemfrei, aber es sind die Märkte, die letztendlich sagen, Jungs, so geht es nicht weiter. Es sind große Player am Markt, die die Renditen aus meiner Sicht absichtsvoll durchaus mit nach oben drücken. Als Botschaft an Washington, Jungs, ihr müsst euch was einfallen lassen. So geht die ganze Verschuldungsorgie nicht weiter. Die Zinsen machen diese Schulden praktisch untragbar. Und jetzt sehen wir eben diese politische Krise mit der Abwahl von McCarthy, der gestern ja rausgeschmissen wurde. Das wiederum bedeutet, auf Initiative von Mr. Getz, den Sie hier rechts sehen, diesen Senat, diesen Abgeordneten aus Florida, das wiederum bedeutet, wenn wir jetzt praktisch einen Bürgerkrieg bei den Republikanern haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Government Shutdown dann Mitte November. Wenn praktisch die Republikaner sich uneins sind, wie soll das überhaupt gehen? Getz, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, der sagt, es ist einfach nicht machbar, was wir hier derzeit tun. Wir haben 33 Billionen Schulden, we are facing 2.2 trillion annual deficits, we face a de-dollarization globally that will crush Americans, working class Americans. Also diese Schulden, die Konsequenzen dieser Schulden, die werden letztendlich die hart arbeitenden Amerikaner treffen. Das geht nicht. Er wirft dann vor, letztendlich, der Vorwurf an McCarthy lautet, du bist doch ein einziger Lobbyist. Wie auch immer, hier sehen wir mal, dass Getz in der Sache natürlich recht hat. Die Schulden in den USA wachsen viel, viel schneller als die Wirtschaft, und das gilt besonders für die letzten Monate. Jetzt hat die Fed in Reaktion auf die Inflation die Zinsen angehoben und diese massive Verschuldung trifft also jetzt auf hohe Zinsen. Da ist ein Finanzunfall vorprogrammiert. Gestern gab es einen kleinen Unfall an den Märkten. 16 Uhr kamen die JOLs, die Job Openings mit 9,6 Millionen, deutlich, deutlich besser als die 8,8 erwarteten. Das war ein Schock für die Märkte, denn gute Daten sind schlecht für die Märkte, weil man sich sagt, ja, dann muss die Fed die Zinsen länger hochhalten, vielleicht sogar nochmal anheben. Heute 14:15 kommen die ADP Non-Farm Employment Changes, also wie viel neue Stellen laut ADP geschaffen wurden. ADP erfasst in der Regel eher kleinere Firmen. Deswegen ist die Frage, wie aussagekräftig das ist. Aber wenn diese Zahl heute auch wieder besser ausfällt als erwartet, wäre das schlecht für die Märkte. Würde sie schlechter ausfallen, wäre es besser für die Märkte in Sachen Jobs. Nochmal sehen wir, dass Ford jetzt versucht, sich mit den Gewerkschaften zu einigen. Diese Lohnsteigerungen, die wir da sehen, sind ja auch hochinflationär. Diese ganze Mischung, politische Unsicherheit, Schuldenkrise führt zu höheren Renditen. Wir sind heute Morgen gewesen bei 4,885% bei der 10-jährigen US-Anleiherendite, an der ja so viel hängt. Jetzt kommt natürlich dieses 5%-Ziel langsam in den Fokus. Hier mal eine Grafik der Rendite, eine charttechnische Grafik der Rendite, und es wäre eigentlich nicht erstaunlich, wenn diese Rendite noch auf 5,28% steigt. Da haben wir so einen Doppeltop mal gesehen. Das wäre also durchaus möglich, und das würde bedeuten, dass wir noch, ja, um und bei 0,4% an Rendite nach oben sehen würden. Das wäre für die Märkte eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Natürlich TLT hier, das praktisch ein ETF auf Anleiherenditen längerer Laufzeit ist. Hier sehen wir positive Divergenzen. Wir sind derartig überverkauft, dass es schon kracht. Aber es gibt eben auch Gründe für diese ganze Bewegung. So haben die USA kürzlich an einem einzigen Tag sich um 275 Milliarden Dollar verschuldet. Jetzt ist man bereits bei 33,44 Billionen an Schulden. Vor zwei Wochen waren es noch 33 Billionen glatt.
Das heißt, wir haben hier eine Verschuldungsorgie, die so krass ist, dass das natürlich auf Dauer nicht tragfähig ist und das treibt die Renditen nach oben. Das wiederum, die nach oben gehenden US-Renditen, bringt andere Währungsräume wie etwa China unter Druck, weil der Dollar stärker wird. Dann versucht zum Beispiel China seine Währung zu stützen aufgrund der Zinsdifferenz, Dollar stark verzinst, Yen, Yuan weniger verzinst. Peking versucht aber den Yuan zu stützen, um Kapitalflucht zu verhindern. Also, wie tut man das? Man muss Dollars generieren, also verkauft man US-Dollar-Assets, zum Beispiel US-Staatsanleihen. Und der Verkauf dieser Staatsanleihen durch China wiederum treibt dann die Renditen für US-Staatsanleihen weiter nach oben. Und das trifft viele Investoren, viele Player am Markt natürlich sehr, sehr kalt, denn die sind weitgehend long in den Anleihemärkten. Man sagt sich, ja, da kommt früher oder später eine Rezession, also kaufen wir Anleihen. Normalerweise sind Anleihen der sichere Hafen in Rezessionen. Das heißt, man wettet auf steigende Anleihekurse und sinkende Renditen. Wir wissen, genau das Gegenteil passiert derzeit. Und so stellt sich die Frage, ob da bald ein Unfall passiert an den Märkten. Kleinen Unfall hat es gestern gegeben, aber hält sich alles im Rahmen. Nasdaq, der schwächste Index, Nasdaq 100, 1,8%, etwa 4 in Greed Index bei 17. Das letzte Mal waren wir im Oktober bei solchen Niveaus. Also es herrscht jetzt schon Angst, aber Goldman Sachs sagt, naja, also wir sehen auf jeden Fall noch keine wirklichen Anzeichen von Panik an den Aktienmärkten. Ja, da sehen wir einen Abverkauf. Aber da ist noch keine wirkliche Panik. Goldman Sachs und JP Morgan sagen jetzt, ja, also mit diesen steigenden Renditen, da könnte eine scharfe, impulsive, negative Feedback-Loop einsetzen. Da kann ein Finanzunfall passieren. Das wird immer wahrscheinlicher mit diesen steigenden Renditen. Und apropos Unfall, hier mal ein Vergleich. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Zwischen 1987 und heute, und Sie sehen eine fast schon beängstigend parallele Struktur in den Charts, da haben wir so eine Seitwärtsbewegung gehabt, dann schien das nach unten auszubrechen, das ist nicht passiert, dann der Anstieg, jetzt so eine Top-Formation mit einer wichtigen Unterstützung, das ist im S&P 500, die 4200er Marke, dazu gleich mehr. Also das ist schon strukturell relativ ähnlich und der fundamentale Grund könnte eben sein, die steigenden Renditen, Geld wird teurer. Da hängt so viel dran, das wird Unfälle geben müssen mit diesen steigenden Renditen und das ist ja weltweit so jetzt, auch die deutsche Bundesanleihe, die 10-jährige jetzt bei plus 3%, auch das hat Konsequenzen, es hat vor allem Konsequenzen für die Banken, hier sehen wir KRE gestern wieder schwer unter Druck, also die Regionalbanken, Banken insgesamt unter Druck, die werden jetzt Verluste machen, die haben unrealisierte Verluste in ihren Bilanzen durch eben diese steigenden Renditen. Jetzt sagt auch Goldman Sachs und oder ähnliches sagt auch Goldman Sachs, die darüber hinaus noch davon sprechen, von einem fiskalischen Horror in den USA. Und hier sehen wir mal diese Doom Loop, die sich jetzt ergibt, weil letztendlich die Amerikaner mehr Geld brauchen, weil die Zinsen steigen, brauchen sie dann immer noch mehr Geld, um die gestiegenen Zinsen, die sie bezahlen müssen, zu bezahlen. Das ist eine endlose Schleife letztendlich, die wahrscheinlich nur durch eine Intervention praktisch durchbrochen werden kann. Pardon, heute oder seit zwei Tagen mit Erkältung versehen. Also da kann nur eine Intervention eigentlich diesen Teufelskreis stoppen. Rick Santelli hat hier auf CNBC gezeigt, charttechnisch gezeigt, dass wir durchaus sogar bis 13% bei den Renditen der 10-Jährigen steigen könnten. Wenn das passiert, dann uiuiui, dann ist Land unter. Wir sehen ja schon rechts hier in diesem Chart, wie steil dieser Anstieg der Renditen war. Und steigende Renditen, steigende Kapitalmarktzinsen bringen nicht nur den Staat, sondern auch die Konsumenten unter Druck. Wir sehen, dass die Delinquency Rates für die verschiedenen Kreditfacetten, hier Kreditkartenschulden und so weiter, Autoloans und so weiter, dass die hier deutlich nach oben steigen. Nein, es wird nicht so sein, dass die Amerikaner höhere Zinsen verkraften. Nicht bei dieser
Verschuldung und diesem schnellen Anstieg der Rendite, den Sie hier rechts nochmal sehen. Und dann bleibt eben die Grundfrage, entweder müssen die Renditen, die Kapitalmarktzinsen nach unten, dann kann der Nasdaq oben bleiben, oder die Kapitalmarktzinsen bleiben oben, dann muss der Nasdaq nach unten. Und deswegen haben wir das gestern auch gesehen, dass der Nasdaq stark gefallen ist. Wir sehen jetzt das erste Mal seit 94 Handelstagen, dass der VIX zumindest zwischenzeitlich die Marke von 20 überschritten hat. Wir hatten die längste Strecke seit Oktober 2018, als wir sozusagen nicht mehr über die 20 gekommen sind beim VIX, diesem Volatilität- und Angstbarometer. Jetzt sehen wir, dass hier Absicherungsgeschäfte natürlich zunehmend passieren. Ist das jetzt der Wendepunkt? Krasse Angst am Markt? Oder doch jetzt deutlich greifbare Angst am Markt. Alles scheint negativ. Wir sehen, wir hatten ähnliche Setups in verschiedenen Varianten. Hier ein Chart von Michael Silver von Figuring Out Money. Der sagt so, meine Indikatoren sind jetzt da, wo wir sie am 15. März waren und am 12. Oktober. Kurz bevor wir also praktisch einen Boden gefunden hatten. Wir sehen jetzt 93% der Aktien sind unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist eins der höchsten Levels in den letzten 6 Jahren. Natürlich sind wir überverkauft, aber 4.200, die muss gehalten werden, wie ich vorhin schon andeutete. Das waren so im Grunde die Hochpunkte, die wir gesehen hatten. Wenn das deutlich unterschritten wird, dann könnte man sagen, der Bullenmarkt ist vorbei, wie es hier Michael Kramer zeigt. Also wird man alles versuchen, diese Zone zu halten, zumal da auch der 200-Tages-Durchschnitt verläuft, der von vielen institutionellen Playern sehr, sehr stark beachtet wird. Meine These ist, sollten wir unter die 4.200 fallen, bevor die USA eröffnen, bevor die Wall Street eröffnet, dann könnten wir da eine Kaskade an Sell-Orders sehen, an Verkäufen sehen, aufgrund eben dieses gebrochenen Niveaus. Wir sehen hier oben das Gamma-Exposure. Der Market Maker, das liegt bei 4.200, die müssten dann wieder massive Absicherungen auf der Unterseite machen, müssten also short gehen, das Underlying verkaufen. Hier sehen wir, wie der VIX deutlich gestiegen ist und vor allem die Zinskurve sich entinvertiert, sie verflacht sich wieder. Und wir sehen, wenn die Zinskurve sich wieder verflacht, ist das negativ für die Märkte. Wenn die Zinskurve sich versteilt, ist das positiv für die Märkte. Wenn die Zinskurven entinvertieren, dann haben wir die Rezession. Und diese gestiegenen Renditen, diese Dinge, die da passieren, das macht jetzt der guten Janet Yellen Sorgen. Die sagt, das ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass wir in den USA hohe Zinsen haben. Also der erste Versuch einer Verbalintervention, könnte man sagen. Sie versuchte zu retten, was vielleicht noch zu retten ist. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Die Realzinsen. Das lässt die Alarmglocken schrillen. Hier zum Beispiel Goldman Sachs. Zinsrisiko für Aktien. Ganz genau. Das ist das große Problem. Zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung. Aktienmärkte im Absturz dank Renditen. Jetzt am Freitag die großen US-Arbeitsmarktdaten. Was ist da zu beachten? Also drei Empfehlungen. Und ich sage jetzt erst einmal Servus. Ciao.